Ja. Ah, doch? Ja, ich glaube, ich bin richtig. Ja. Ja, das ist ja auch wieder der andere Teich, ja. Es wurde zum ersten Mal, dieser Teich haben alle Anfang von den ersten Hindus gefunden und dann seitdem dann sind die dann hier niedergelassen, ja. Ach, Fisch. Und dann seht ihr, auch da sind ja viele Münzen drin. Da ist auch schon Glücksbringer, sowas, ne. Er zeigt auch, wie man das macht, ja, wenn es dann funktioniert, wenn das erfolgreich ist. Da in den Teich da rein zu landen, also die Münzen, da hat man ja Glück, gell? Ja. Ja, hier stehen und so werfen. Und dann einen Wunsch aussprechen. Ja, genau. Ja. Münzen. Münzen oder Schein besser nicht, ja? Millionen rein. Du fliegst es weg, ja. Also. Dann sind auch schon viele Münzen aus allen Ländern da. Ja. Und so, ja. Machst du? Gut. Also kann man jemand halten? Der Bernd es hinkriegt hier. Ja. Das auch. So. Und jetzt, und hier so. Ja, hier auf Steinen stehen, ja. Ja, genau. Wenn es genau im Teich dann landet, dann hast du Glück. Ja. Dann erst den Wunsch oder vorher den Wunsch? Ja, jetzt erstmal vor. Wunsch aussprechen und nicht so hart, nicht so kräftig. Ja! Was? Ist schon rein, ja. Ist runter. Gut, wir haben Glück, ja. Jetzt gibt's Glück. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Das heißt, wir werden schon schönes Wetter immer haben, ne? Hoffen wir. Ah, sehr schön. Obwohl wir auf Lombok schon vor Jahren auch schon aufdringliche Leute am Strand. Ja. Junge Frauen wollen dir was verkaufen und sitzen dann hin die ganze Zeit. Oh ja. Gibt's in Lombok auch schon. Wollte nicht weg, ja? Bleib dann sitzen, bis du tauchst. Geht nicht mehr. Und lief immer hinterher? Ja, ich schon am Strand halt hingesessen. Neben dich. Und jetzt machen die immer noch das. Das gibt's schon länger. Oh ja. Und wir waren vor 10 Jahren war auch schon so. Oh ja. Nicht alle, aber. Oh ja. Die wollen Titte und so. Mhm. Und Tücher. Schlimmer, damals, wenn wir von Gili dann ins Land kamen. Ja. Alle wollen durch die Gilis. Ja. Wenn die Touristen von der Gili ins Land, also auf die Insel kamen, dann kamen die Kinder und die wollen dann halt Wasser, so die Füße waschen. Ja, Dann dafür wollen die halt Geld. Ja, verlangen die Geld. Ja. Am aller Anfang damals. Oder die hatten irgendwie mal so eine Blüte, so Frangipani. Die schenken das, aber dafür wollen die halt Geld. Ja. Chandang. This material from Hindu religion. Yeah. Chandang, ja? If you can see the material here, Gitte Gabe. This is for the Opfergabe in Hindu. Ja. Die Opfergabe, nicht? Für Hindus, ja? If you can find here material, banana leaf flower, that Muslim Orthodox, we call Rampi. Ja, wenn man hier Bananenblätter hier findet, ja, also zum Beispiel Opfergaben aus Bananenblättern, das heißt, die sind ja von den Muslimen, ja, so hingegeben. Bananenblättermaterial hier, so have alcohol inside, that will price wine, plum wine, that Muslim enemies and religion longer. Ja, unterschiedlich, da gibt es Zeichen, sowas, das von den Orthodox-Muslimen oder so. You can find material bananenblatt and also a flower, essence stick material on flower, that's China. Ja. So you can see here the white candle, incense stick, that Christian Orthodox religion. Oh ja, genau, von den unterschiedlichen Religionen. So you can see the red candle material here, incense stick, that Buddhism. Buddhismus, ja. So you can see here tomato material, incense stick on tomato, that Confucius, Confucius religion. Oh ja, das habe ich noch, habe ich nicht gehört, you ja. You can see the here hollow coin, incense stick, that's Catholic religion, Christian Catholic. Because they from religion, they from mafia, they from belief, they from shamanism, they from culture, they from tradition, but one direction to the God. Mm, yeah. A lot of people make the respect to other people, respect the religion, respect to their people, anytime together. Yeah, because yeah. All of them very sweet, all of them very good, all of them very nice, all of them very strong, only mm-hmm. from belief, but one direction to the God. Yeah, das heißt, geht alles in den Gott, ja? Yeah. Das sind die verschiedenen Steine aus der verschiedenen Religionen. Mhm. Ne?
So here you can see also the eagle. Yeah. You can see the eagle. Yeah. Panchasila. Yeah. Das ist ja, er zeigt jetzt hier diese Gottheiten hier. Das ist ja der Gott Vishnu jetzt, ne? Ja, mhm. Der ist, sein Reittier ist der Vogel, ja, der Garuda-Vogel. Ja. Garuda, ja. Der, unsere Fluggesellschaft, ne? Indonesische, ja. Fluggesellschaft. Auf der reitet Garuda. Vishnu. Genau. Ja. Ja. Darum heißt die Garuda. Ja, Garuda-Vogel. Ja. So, und von Vishnu. Symbol Bhinneka Tunggal Ika, der meaning Unity University. Yeah, also on the has a by principle, the first principle belief to the gods. Yeah. Yeah, this is yeah, the Grundprinzipien in Indonesian heißt Pancasila. Die fünf Grundprinzipien. Yeah. Die erste Prinzip hier ist ja Glauben an den Gott, ja, an dem einen Gott. Ja. Das heißt, alle müssen an den Gott glauben, heißt es dann bei uns. Ja. And second principle also humanity. Humanity. Ja, also die zweite Prinzip ist Humanität. Ja. Yeah, humanität. Ja. And third principle symbol unity. Die dritte ist Einigkeit, ja. Yeah. And fourth principle democracy. Democracy, also democracy ist ja der vierte, ja. Yeah. And five principles social justice. Der fünfte ist Gerechtigkeit. Ja. Yeah. Wie heißt euer Premierminister? Der Präsident, der Joko Widodo, jetzt, ne? Es gibt keinen Premierminister. Es ist ein Präsident. Ja. Und wer war davor? Davor, wer war das? Das Bambang Yudhoyono. Ja. Irgendeiner war doch ziemlich radikal gegenüber Drogenhändlern und so weiter. Er wollte das ziemlich durchgreifen. Suharto, der zweite Präsident. Ja. Der ist schon wieder länger her. Der ist schon verstorben. Ja. Ach, der ist schon verstorben? Ah, ja. Suharto, der Name sagt ja, der was. Zweite Präsident. Aha. Suharto. Ini pohon apa kalau ini? Pohon naga sari. Jadi naga begini ceritanya, pohon yeah. naga ini nggak bisa hidupnya di luar keputihan, di luar istana, di luar keraton. Dia hanya bisa hidup besarnya dalam keputihan dan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat suci, termasuk tempat semua ibadah. Oh ya, yeah. Heilige, yeah. heilige Baum ya, yeah. Nagasari has, kann nicht außerhalb der heiligen Platz dann wachsen, ya. Yeah. Lalu kenapa dia bisa hidup dia hanya di dalam saja? Karena dulu Hanuman itu berhasil melawan di kejana Rahwana lewat Pohon Naga Sari keluar. Ah, oke, okay. laut Ramayana Geschichte. Der Hanuman zum Beispiel, der dann damals die Königsfrau entführt hat, ja? Der, ja, und dann, genau. Und er hat da also durch solch einen Baum irgendwie mal sich geflüchtet, ja? Irgendwie so geklettert und weggesprungen, irgendwie, ja? Deswegen wächst es nur in dem heiligen Platz, ja? Also. Was sind das für Früchte, die hier dran sind? Feigen, ja. Feigen? In Nagasari heißt, ja, ich Nagasari, weiß nicht, wie der heißt. Tau namanya dalam bahasa Latinnya atau apa? Nagasari. Dalam bahasa. Kalau sini kan nyebutnya kalau Nagasari nama kue gitu ya. Iya. Kalau ini Nagasari gitu. Ya. Nagasari, aber ich weiß nicht wie der lateinische Name von. Nagasari ya. Jadi ketika dia Hanuman tersingkir, jadi muncul Rahwana ingin meraih cinta dari cinta, tapi dengan cara mengintip di pohon naga sari ini. Ah, ya. Sehingga dikutuk penyakit gatal gitu, sehingga Rahwana ketika dia minta bantuan dengan Dewi Sinta, dia akan memetikkan biji naga sari untuk jadikan obat pada Rahwana sampai mereka sembuh dan Rahwana berjanji untuk tidak mengalaminya lagi. Terus yang sakit gatal itu siapa? Rahwana. Rahwana, tadi diobati oleh si Dewi Sinta, tapi dia berjanji sana diajak berjanji sama Dewi Sinta untuk tidak mengalaminya Dewi Sinta lagi. Karena dia ingin meraih cinta dari Dewi Sinta gitu. Oh gitu, ya. Jadi Rahwana itu kepingin meraih cinta dari Dewi Sinta, tapi karena dikutuk penyakit gatal, akhirnya dia diminta untuk diobati sama Dewi Sinta. Nah, tapi Dewi Sinta berjanji untuk kalau saya berhasil mengobati gatalmu, saya akan kamu tidak akan mengganggu saya lagi, dia bilang gitu si Rahwana. Akhirnya dia begitu dipedekan Pohon Naga ini diobati lah pada. Ya, das war laut Geschichte von Ramayana, ya. Also der König, der Rahwana, der bösen König, hatte irgendwie mal so Hautkrankheit. Er juckt die ganze Zeit, ja. Und Hanuman wollte eigentlich die Sinta, die Frau, dann
er verliebt sich auch schon in die Frau von dem König, ja. Er wollte